Schönen guten Morgen, willkommen zurück zu einem neuen Wochenend-Vlog. Ich sitze ausnahmsweise mal auf der Beifahrerseite von meinem Auto. Ich muss sagen, von hier aus lässt es sich viel besser vloggen. Die Kamera steht viel sicherer. Wir sind auf jeden Fall gerade dabei zu tanken. Wir sind nämlich auf dem Sprung. Ich habe auch noch nasse Haare. Ich war gerade duschen nach einem leckeren Frühstück. Ich wollte eigentlich schon gestern Abend duschen gehen, aber da fing um 5 Uhr hier ein Unwetter an und es ging bis ungelogen 8.30 Uhr. Durch. Es ist auch zweimal bei uns der Strom ausgegangen, war aber dann Gott sei Dank direkt wieder da. Die Nachbarschaft weiter hatte nicht so viel Glück. Zwei Straßen weiter der Block hat bis heute Morgen sogar noch keinen Strom gehabt. Also die waren von gestern Abend 5 Uhr oder beziehungsweise Nachmittag 5 Uhr bis heute Morgen 7 Uhr ohne Strom. Und das bei dem Wetter, falls ihr was hört, ich glaube, das hört man, das ist nur der Steven, der macht die Scheibe sauber. Aber ich dachte, ich mache das Intro im Auto. Wir sind auf dem Sprung nach Manhattan. Wir wollten im Home Depot, auch wenn wir da nichts mehr eigentlich kaufen wollten, nach Türen schauen, weil die momentan dort im Angebot sind. Und wir brauchen halt einige. Also wir wollten erstmal die im Obergeschoss austauschen und dann später erst die im Untergeschoss, weil das alles sonst viel zu teuer wäre. Wir wollten uns die Türen allerdings erstmal kurz anschauen, um zu gucken, wie dann die Qualität auch tatsächlich ist. Also dass wir halt nicht die Katzen im Sack kaufen, weil gerade mit Home Depot ist das so eine Sache. Also wenn man schon länger folgt, weiß, dass ich von dem Laden eigentlich gar nichts halte. Aber die haben halt gerade momentan weiße Türen im Angebot und Türen sind nicht gerade billig. Ja, aber genau, so viel dazu. Gestern habe ich den letzten Vlog beendet und zwar mit dem Gewitter. Und ich habe jetzt hier auf dem Weg zur Tanke auch schon den ein oder anderen Baum gesehen, der einfach mal komplett entwurzelt wurde. Also wir haben wirklich Schwein gehabt, wirklich Glück gehabt, dass bei uns nichts war, weil wir haben ja auch einen riesen Baum vorm Haus und drei größere Bäume hinterm Haus. Aber Gott sei Dank ist doch nichts passiert. Aber ja, ich werde euch jetzt auf jeden Fall das Wochenende über nochmal so mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das nochmal so ein Mini-Vlog wird, wie das letzte Mal, oder ob das ein längerer Vlog wird. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Sprung, weil ich will auch heute auf jeden Fall Fußball gucken. Heute spielt Deutschland gegen Dänemark. Ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber wir werden sehen. Was meinst du, Babe? What do you think? How are we gonna play? Are we gonna win or lose? Yes. Come on, take a guess. Who's gonna win and how? Germany's gonna win 2-0 here. 2-0? Yep. Wow, I call that optimistic. Garagentüren, ich finde, das sieht so schön aus. Aber mein Mann meint, es passt nicht zum Haus. Weil wir müssen uns auch um neuere Garagentüren kümmern demnächst. Also das heißt demnächst, irgendwann mal, weil die halt nicht abdichten. Also wir hatten noch gestern Wasser in der Garage gehabt, aber die sieht total schön aus. Oder so. Und dunkler Holz? Auch nicht. Große Auswahl ist hier allerdings nicht. Jetzt haben wir doch noch unsere Seife gefunden. Da benutzen wir nämlich immer die von Dial. Das ist so ein Refill, ist auch billiger. Mein Mann bringt gerade die andere Seife wieder zurück. Und für mein Bad bin ich gerade überlegen. Ich liebe Kokosnuss. Ich glaube, das hole ich für uns mit, also für unser Bad. Sich wieder warm machen müssen kurz und sich das genehmigen.
Leute, ich bin fix und alle. Das Spiel ist vorbei und mein Mann hatte recht. 2-0. Ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, der ist übrigens weg. Der musste vor 20 Minuten los mit dem Auto. Die Melissa wollte eine Fahrstunde und einen Block. Und die gehen dann hinterher auch Pizza abholen. Aber mein Mann hatte recht. Und ich habe eben schon zu meinem Mann gesagt gehabt, er hätte vielleicht online wetten sollen. 2-0. Wahnsinn. Also damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Aber ich habe auch gemerkt, ich werde echt langsam zu alt für den Käse. Also so oft, wie ich da meine Nerven jetzt fast... Oh, Leute, ich sag's euch. Okidok, ich muss mal gucken, ob ich sonst noch irgendwie was im Haus zu tun habe dann jetzt. Oder ob ich jetzt ein bisschen was lese, weil ich da auch dieses Rezi-Exemplar lesen muss. Da lese ich ja, ups, momentan das hier. Muss ich mal schauen, weil sonst ist eigentlich nichts im Haus zu machen. Hallo Stinke. Weil die Claire, die hat eben gestaubsaugt. Ich habe so das Gefühl, dieses Wochenende wird total chill. Wir waren ja eben auch im Home Depot, habt ihr gesehen. Die Türen sind bestellt. Die kommen am Montag an. Das Blöde ist nur, dass die Türen, also die Bestellung, nur an den Hof geliefert wird. Also die machen keine Bestellung für ins Haus rein. Das heißt, ich werde die Türen, die werden die wahrscheinlich in den Driveway stellen. Und dann werde ich die wahrscheinlich alleine in die Garage schleppen müssen. Eine Tür nach der anderen. Ist halt nur sau unhandlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Zur Not muss mir halt die Melissa helfen oder die Claire. Aber die kommen auf jeden Fall am Montag an. Und dann denke ich, wird das so ein Wochenendprojekt. Türen austauschen. Wir werden erstmal, ich glaube, das habe ich erwähnt, hier oben die Türen austauschen. Das heißt, die drei Schlafzimmertüren, die Badezimmertüren und die Schränke. Zumindest die im Flur, die Schränke. Und die Schränke bekommen dann auch einen Türgriff, so ein... Doorknob. Ich weiß nicht, wie man das in Deutsch nennt. Mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein. Und die Schlafzimmertüren bekommen aber richtige Türklingen. Also das ist mir dann schon wichtig. Also mich nervt das immer, wenn ich die Hände voll habe, vor allen Dingen voller Wäsche oder so. Und ich kann nicht einfach mal mit dem Ellenbogen die Tür aufmachen, wenn die gerade zu ist. Das nervt mich immer so ein bisschen. Das wird dann als spätestens nächstes Wochenende anders sein. Also je nachdem natürlich, wie schnell mein Mann da die Türen ausgetauscht bekommt. Ich denke mal, das Projekt wird sich auch ein bisschen hinziehen, weil mein Mann natürlich unter der Woche arbeitet und am Wochenende auch nur so viel Zeit hat, weil ja auch noch der Rahmen gemacht werden muss für die Türen. Da muss man noch so extra so Trim kaufen für. Ja, das wird auf jeden Fall jetzt für nächstes Wochenende ein Projekt, das dann startet. Hole ich euch dann auch gerne so ein bisschen mit, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich habe auch meine Haare jetzt einfach nur so mit dem Clip hochgemacht. Die waren ja heute Morgen noch nass. Ich müsste die auch mal durchbürsten, aber ich wollte eigentlich nur meinen Fußball gucken. Ich bin eigentlich gar nicht so der Fußballmensch. Gar nicht. Aber wenn es um die EM und die WM geht, bin ich immer voll dabei. Deswegen habe ich mir auch extra dieses VPN geholt. Aber das habe ich ja auch im letzten Vlog schon erzählt. Und ja, wir sind weiter. Deutschland ist einfach mal im Viertelfinale. Ich freue mich so. Happy Sunday! Ich sitze hinterm Steuer von meinem Auto dieses Mal. Ich bin vom Tractor and Supply Store. Heißt, ich muss für den Hund ein bisschen was einkaufen. Der hat kaum noch Futter. Also werden wir heute Futter kaufen. Und so Immunboost-Dinger, die man so übers Futter streut, hat sie auch nichts mehr. Das ist auch leer. Das haben wir angefangen, ihr zu geben, als er letztes Jahr so eine schlimme Blasenentzündung hatte. Oder war das im Januar dieses Jahr? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es nicht lustig. Und da hat der Tierarzt empfohlen, das war so, ja, so Zusätze füttern, also so Supplement. Und das ist jetzt leer. Und deswegen wollte ich jetzt so einen allgemeinen Immunboost kaufen, anstatt jetzt nur für den Urintrakt. Da gibt es nämlich tatsächlich verschiedene. Ist allerdings die gleiche Marke, also das, was halt der Tierarzt uns empfohlen hat. Und das werde ich jetzt kaufen. Also eigentlich wollte ich nur ganz schnell in Aldi und in den Walmart für so ein paar super mega Kleinigkeiten, die ich mal wieder vergessen habe letzte Woche. Also ein bisschen Milch und Erdbeeren haben wir keine mehr. Und der Aldi hatte ich schon mehrmals erwähnt, die haben Erdbeeren im Dauertiefpreis. Und ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt erledigen. Es ist nämlich jetzt schon wieder 10:30. Wir haben uns heute Morgen wieder richtig viel Zeit gelassen beim deutschen Frühstück. Hatten wieder die Schokocroissants. Die werde ich auch wahrscheinlich heute im Aldi nochmal kaufen, wenn sie sie noch haben. Ich hoffe, dass sie das einfach jetzt dauerhaft im Sortiment drin haben, weil die sind so gut. Die sind zwar diese Mini, also die haben nur die Mini-Version, aber die sind einfach so unglaublich mega lecker. Da kann man sich schon fast vorstellen, man wäre in Deutschland am Frühstückstisch. Es fehlt halt nur die Auswahl an Wurst. Apropos Wurst, ich werde wahrscheinlich auch noch Leberwurst kaufen müssen. Ich schreibe mir das am besten mal auf, weil ich glaube, wir haben nur noch so ein Viertel von der Leberwurst in der Tiefkühltruhe, weil ich kaufe mal diese Riesenwurst, die sie haben, und dann schneide ich die in 4 Teile und friere die ein. Die Leberwurst ist nämlich dauerhaft bei denen.
stehen im Sortiment auf jeden Fall dran. Werde ich jetzt einkaufen. Brauche noch Himbeermarmelade und Vanille-Eiscreme und Green Tea. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall in den Tierladen reingehen, beziehungsweise in den Tractor Supply Store. Also das ist so im Allgemeinen ein Laden für Bauern auch. Manchmal haben sie auch Baby-Chicken und Baby-Ducks, also die sie dann halt dort verkaufen. Und halt Futter für zum Beispiel Pferde oder Kühe und auch Reitzubehör, glaube ich. Da werde ich direkt mal schauen, ob die vielleicht einen Reiterhelm haben. Claire hat sich zwar zwei Reiterhosen gekauft und auch Reitstiefel, aber keinen Helm. Also der Reiterhof, wo ich mit ihr hinfahre, ich werde am Montag, Mittwoch auch nochmal hinfahren. Montag habe ich jetzt was gesagt, aber nee, der Reittermin ist am Mittwochabend um, ich glaube, um 8 Uhr erst. Heißt, ich werde wieder im Dunkeln nach Hause fahren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die providen einen Helm, also die haben einen Helm für sie. Aber früher oder später brauchst du dann trotzdem ihren eigenen und deswegen werde ich dann einem direkt mal so ein bisschen gucken, auch was die Klamotten angeht, ob die auch Reiterhosen haben. Sie hat zwar momentan zwei, die reichen, aber dennoch wollte ich halt mal gucken. Und dann werde ich auf jeden Fall noch einen Vlog bearbeiten müssen heute. Das mache ich dann eventuell nebenbei, während das Fußballspiel läuft, weil ich werde nämlich dann wahrscheinlich nebenbei, vorausgesetzt, das Internet lässt mich, das ist nämlich seit gestern Nachmittag nicht so mega, also nach dem Fußballspiel fing das Internet irgendwie an komplett zu spinnen, aber ich würde gerne das Spiel gucken, Spanien gegen Georgien, weil ich halt einfach gerne wissen würde, gegen wen wir spielen und inwiefern die halt spielen, ob die gut spielen oder ob die eher ein bisschen schwächer sind, weil ich habe mir tatsächlich bisher noch kein einziges anderes EM-Spiel angeguckt, außer halt die Spiele, die halt Deutschland spielen. Also bei EM und WM gucke ich meistens immer nur die Spiele, wo halt auch unser Team spielt, aber ich glaube, heute lasse ich das so im Hintergrund laufen. Sind eine Runde nach draußen mit dem Hund, weil es so schön ist. Es sind nur 24 Grad, es ist bewölkt, es fühlt sich traumhaft an. Eigentlich wollte man in den Wald, aber dann ist es doch nur der Park geworden, weil ich im Wald unsicher war, wie das ist mit den Bäumen, weil wir hatten vor ein paar Tagen, habe ich glaube ich erwähnt, ein Unwetter und da sind auch Bäume in der Stadt entwurzelt worden und ich will nicht wissen, was für ein Chaos im Wald selber ausgebrochen ist. Deswegen sind wir im Park mit der Claire, wie ihr seht. Die kam heute mit. Und ja, dann machen wir unseren Sonntagsspaziergang. Mal gucken, eine Runde auf jeden Fall. Mal gucken, ob die Belle dann auch noch eine zweite Runde möchte. Dann sind wir so ungefähr bei, ich glaube, 5 Kilometern oder so. Ja. So um den Dreh. Ja. Aber ja, wir laufen dann jetzt noch ein bisschen.